Moin, mein Name ist Nico der Profi und ich zeige euch heute, wo ihr seltene Blumen in Ark Survival Evolved herbekommen könnt. So, wir brauchen dazu in unserem Fall einen Sumpf. Wir sind hier auf Ragnarok, deswegen haben wir hier. Warte, ich drehe mich mal. Einfach hier runter gleich mit einem Floß. Natürlich brauchen wir noch etwas zum Sammeln und da nehmen wir uns einen Mammut mit. Weil der Sumpf ist gefährlich und mit einem Mammut können wir uns, glaube ich, ganz gut verteidigen. Ich hoffe, ich bekomme das ganze Ding jetzt hier überhaupt aufs Stoß rauf, aber das sieht schon mal ganz gut aus. Super. Wir fahren jetzt mit dem Floß Richtung Sumpf und da werden wir dann ein bisschen die seltenen Blumen farmen können. Ich zeige euch dann, wie die aussehen. Es gibt zwei Arten von seltenen Blumen, wie man die bekommen kann. Man findet die auch hier in den Wäldern, aber es ist natürlich ein bisschen random alles, sind da aber sehr selten, das sind halt eben seltene Blumen und in den Sümpfen sind sie eben häufiger vertreten, deswegen fahren wir da ganz einfach hin. Wenn ihr noch Freunde habt, mit denen ihr spielt, dann könnt ihr natürlich euch auch einen Terz nehmen, wenn ihr schon einen habt und die damit fahren, weil der Terz hier ist halt der Nummer 1 Dino sozusagen, der am meisten seltene Blumen auch rausbekommt. Das Mammut ist glaube ich auf Platz 7 mit einem Bonus von 2,7 oder 2,8. Das steht dann im Dodex drin, also der Terz zieht auf jeden Fall da die Nase vorn. Aber wir sind ja solo unterwegs und in allen Guides, die ich machen werde, soll es auch darum gehen, dass man das alles alleine hinbekommen kann. Und da ist ein Mammut, glaube ich, ganz gut, weil alles, was wir dort sehen, was uns angreifen wird, wird leichter sein als das Mammut. Damit können wir immer schön den Kickback nutzen und immer schön die ganzen Dinos, die da sind, zurückhalten und auch töten, ohne dass wir irgendwie in Gefahr kommen. So, wir sind jetzt schon fast da, also wir sind im Prinzip beim Sumpf angekommen. Ein Megalodon ist da im Wasser. Und das geht natürlich, das geht für alle Maps, ne? Klar, also es ist nicht jetzt nur Ragnarok, auf der wir uns befinden, auf die Island läuft es genauso. Da ist es im Sumpf eben alles zu finden. Wir versuchen uns jetzt mal einen Ort jetzt zu suchen, an dem wir mal ganz entspannt raus können. So, ah, hier haben wir doch schon die ersten Konsorten wieder. Kurz mal verkloppen müssen. Das sind ja ein bisschen viele hier gerade. Ups. Holy shit. Ich werde das jetzt wahrscheinlich irgendwie zusammengeschnitten haben. Das war so nicht geplant. Ich werde jetzt mal hier stehen bleiben und versuche das Mammut irgendwie hochzuheilen. Weil es ist fast tot. Der Sumpf ist fucking gefährlich, Mann. Vor allem, wir haben halt noch ein altes Mammut. Wir haben irgendwann die Serverschwierigkeit hochgestellt. Und das ist jetzt hier auf Level 88. Und die ganzen Viecher, die hier drumherum sind, sind deutlich höher. Wir sind dieses Vieh losgeworden, das ich aus Versehen angegriffen habe mit der Stampfattacke. Also man kann sich mit dem Mammut ganz gut verteidigen. Ja, man möge sich das mal angucken, hier liegt extrem viel, es sind auch viele Schlangen, die hier hochgegangen sind und so. Ich glaube, hier ist jetzt soweit nichts. Also wir haben hier folgende Möglichkeit. Ganz einfach. Diese Pflanzen, die hier vorne sind, die mit den roten Köpfchen. Das sind die, die wir haben wollen. Jetzt haben wir die Frösche wieder hier, aber die machen nichts. Die haben wir aus Versehen noch angegriffen. Also wir brauchen diese hier. Sehr gut, also sind diese mit den roten hier, diese roten Sträucher sozusagen, die müssen wir abbauen, dann kriegen wir da unsere seltenen Blumen raus. Es gibt aber noch andere Blumen oder andere Dinger, die wir hier sammeln können. Dafür muss ich aber tatsächlich mich hochheilen, weil das überlebe ich sonst nicht. So, es könnte sein, dass das Mammut eventuell gestorben ist, nachdem eine Titanboa mich da wegklatschen wollte. Und auch überhaupt nicht davon abgesehen hat, mal Schaden zu nehmen. Also, Hitmarker war auf jeden Fall drin. Machen das jetzt mal eben per Hand. Denn ich habe vorhin hier noch ein Birdchen gefunden, mit dem wir doch wunderschön sammeln könnten. Und das Schöne ist, wenn ihr einen Ari habt, ne? Der juckt halt einfach nicht. Wenn die Titanboa angreift. Die brauchen jetzt ein bisschen länger,
Die sind unglaublich hoch, die alle vom Level. Aber mit dem machen wir das mal eben safe weg. Dann gucken wir, wie viel wir sammeln können per Hand. Weil hier seht ihr jetzt auf dem Boden schon die ganzen blauen Blumen. Und das sind im Prinzip die seltenen Blumen, die wir auch haben wollen, ne? Gibt es natürlich auch in diesen roten Dingern, oder was ist das? Rot-braun, wie auch immer, ja? Und hier kriegen wir direkt instant die Blumen auch raus. Das ist natürlich jetzt weniger. Ich bin mir ziemlich sicher, dass man, wenn man die mit einem Terzi aufnimmt oder mit einem Mammut, viel, viel mehr bekommt. Das Mammut hole ich jetzt aber nicht her, das neue. Also wir haben noch eins, aber bevor das auch tot geht, ne? Und so. Genau, und da habt ihr also zwei Möglichkeiten, hier im Sumpf quasi die seltenen Blumen zu ergattern. Und guck mal, 25 Stück. Das ist ja schon mal nicht so verkehrt. Ja, also ich halte mal fest für euch. Im Prinzip ist der Sumpf schon ziemlich gefährlich. Und man kann die auch wunderbar mit der Hand sammeln. Beziehungsweise man kann es auch mit dem AG machen, beziehungsweise man könnte es auch mit dem Terzi machen. Ich weiß nicht, ob der sich so gut verteidigen kann. Aber wenn ihr hier so ein paar Spots habt, und ich weiß auch nicht, wofür ihr die genau braucht. Ich brauche die zum Beispiel für unseren Honig, für unsere Bienen. Da reichen die auch schon aus, die ich jetzt hier habe. Ne? Ich weiß, dass man mit einem Mammut und mit einem Terzi auf jeden Fall mehr bekommt. Und man kann sich auch mit einem AGI halt sehr, sehr gut verteidigen, auf jeden Fall, habe ich gerade festgestellt. So. Das heißt also, zusammenfassend, Sumpf sehr gefährlich, passt da auf. Und natürlich, entscheidet euch, wollt ihr mit einem Terzi hingehen, wollt ihr mit einem Mammut hingehen? Ich habe es ja jetzt gerade sehr gut gezeigt, dass es damit nicht so gut ist. Beziehungsweise, ich glaube ja, wenn das Mammut vom Level ähnlich hoch gewesen wäre, weil wir haben da teilweise 233er Tiere gerade weggekloppt, dass wir bessere Chancen gehabt hätten, ja? Wenn unser Mammut ähnlich stark gewesen wäre, hätten wir mehr Leben gehabt, mehr Angriff und so weiter, ihr kennt das Spiel. Oder ihr geht mit dem AG her und macht das dann alles per Hand. Ganz einfach, wie ich das eben hier gemacht habe, ne? Also da könnt ihr einfach hier hingehen, nehmt euch die Dinger hier auf, wenn ihr die mal aufsammeln will. Seht ihr, habt ihr die Blumen hier ganz easy. Und müsst natürlich aufpassen, dass euch jetzt hier nichts irgendwie töten möchte. Was natürlich schwer ist im Sumpf, weil ich will alles töten. Wie generell bei Ark, aber im Sumpf ist es, glaube ich, ganz, ganz stark so. Ja, ich gucke nochmal, wie viel haben wir. Gute 48 Stück mittlerweile. Siehst du, das ist doch auch okay mit der Hand. Kommt natürlich doch. Oh, holy shit! Ja, das lief ja eben ganz gut, die Abmoderation, würde ich sagen. Da unten ist auch schon wieder was und will irgendwas machen. Also jetzt liegt hier noch eine Schlange und noch ein anderes Krokodil lag hier und dieses Krokodil, was mich gekühlt hat. Also im Prinzip, Leute, passt auf, der Dschungel ist gefährlich. Macht niemals eine Abmoderation, wenn ihr nicht auf dem AI seid. Wobei, war ich auf dem AI oder war ich... Die ziehen ja einen auch runter, ne? Also da müsst ihr ganz doll aufpassen, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, hier gibt es seltene Blumen. Noch und nöcher. So! Das nächste Video wird darum gehen, wie man die Bienen hier in Ark Survival Evolved zähmen kann, weil dafür brauchen wir auch die seltenen Blumen. Einmal vielleicht zum Zähmen, nicht direkt, und einmal dann, damit wir auch überhaupt Honig herstellen können. Ich fliege jetzt einfach weg, weil das ist jetzt hier mir ein bisschen zu gefährlich geworden. Ich merke schon, das ist das beste Tutorial, was YouTube jemals gesehen hat. Es ist super. Ja, vielen Dank fürs Einschalten. Und wie gesagt, nächstes Mal machen wir dann die Bienen. Und das klappt dann hoffentlich auch ein bisschen besser. Also vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr mehr sehen wollt, lasst ein Abo da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut rein und ciao.